Nach dem Tod des Aldi-Norderben Berthold Albrecht im Jahr 2012 überschlugen sich die Schlagzeilen fast täglich. Ein Familienstreit eskalierte, in dem es seit Jahren um das Aldi-Erbe ging. Im Mittelpunkt des Zoffs Babette Albrecht, die Witwe von Berthold, sowie Bertholds Bruder Theo Albrecht Junior. Die beiden Parteien stritten sich vor allem um eine dreistellige Millionensumme, die über mehrere Jahre auf das Konto von Babette und ihrer 5 Kinder überwiesen worden sein soll. Die Unstimmigkeiten sollen nun jedoch endgültig der Vergangenheit angehören. Und auch die weitere Führung des Unternehmens soll geklärt sein, wie die Bild-Zeitung aktuell von einem Aldi-Nord-Sprecher erfahren haben will. Was die Führung des Unternehmens anbelangt, soll es demnach schon bald eine neue Struktur mit einer einheitlichen Holding geben. Wie die Bild-Zeitung unter Berufung auf das Branchenportal Business Insider berichtet, könnte sogar eine Zusammenlegung von Aldi Nord und Aldi Süd im Raum stehen. Laut Business Insider soll es seit mehreren Monaten intensive Gespräche zwischen Babette und Theo Albrecht Junior gegeben haben. Unter strengster Geheimhaltung.